Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch wieder. Heute haben wir einen etwas längeren Morgen gemacht. Also wir haben etwas ausgeschlafen und auch ausgiebiger gefrühstückt, weil wir uns heute nicht so viel vorgenommen haben. Wir möchten heute zu Fuß an die, so, und wo stand das jetzt? Midland Mine oder Midland Coal Mine laufen. Das Office hier hat zu. Aber ich denke mal, also hier ist der Weg auf dieser Tafel ist der Weg eingezeichnet. Ich denke mal, dass wir das auch so alleine zu Fuß laufen können. Ja. Flo muss nochmal auf Toilette. Lass doch den Rucksack da! Oder auch nicht. Ja. Und wieder hat er mich rausgebracht, wieder habe ich den Faden verloren. Also ja, wir wollen zu Fuß schauen, ob wir zu dieser Mine alleine hinkommen. Und ja, dann zeige ich euch ein bisschen was von den Badlands hier. So, wir sind wieder zurück im Camper, beziehungsweise auf dem Campground. Wir haben die Mine leider nicht gefunden, sind aber trotzdem gute 2 Stunden da gut in der Gegend rumgelaufen. Also sehr schön zum Angucken, obwohl es eigentlich totales Gleiches eigentlich immer ist. Aber ist ganz nett, da ein bisschen rumzukrabbeln und sich die Steinchen, die da rumliegen, anzugucken und so weiter. Dann haben wir uns entschieden, weil doch die Sonne ein bisschen rausgekommen ist. Hat eigentlich heute früh nicht so danach ausgesehen. Jetzt ist sie gerade wieder weg, lustigerweise. Haben wir uns dazu entschieden, heute Wäschetag zu machen. Also ich habe schon Wäsche gewaschen und habe hier aufgehängt. Wir haben uns gerade im Office, beziehungsweise im Store hier vorne im Campground, haben wir uns Feuerholz gekauft. Und wir durften uns sogar eine Axt ausleihen. Ja, also der Herr hat doch seine Axt bekommen. Ich lebe noch. Und er hat sich nicht wehgetan, er lebt noch. Wir haben hier sogar im Camper Streichhölzer gefunden. Also das ist das Einzige, was wir wirklich nicht kaufen mussten. Alles andere müssen wir selber kaufen. Und Dame im Office meinte, wenn wir die Scheite nur klein genug machen, dann brennen die auch ohne Papier oder irgendwie so, weil Papier haben wir jetzt keins da. Gerade eben kamen wir auch noch auf die Idee, wir könnten ja hier so ein paar Blätter noch einsammeln. Die brennen mit Sicherheit auch so trocken, wie die sind. Ja. Und dann machen wir heute Abend unser erstes Feuer.
Und wie ich gerade noch gesagt habe, die Sonne ist jetzt weg plötzlich. Und es hat angefangen zu regnen. Stellt euch das vor, wir wollen heute Abend ein Feuer machen. Vito, Sonne weg? Nee, ist es doch. Ja, wir wollten heute Abend ein Feuer machen. Und in dem Moment, wo Flo zu hacken anfängt, fängt es an zu regnen. Aber wir sehen am Himmel ganz hinten schon wieder blau. Also wir hoffen, dass das wirklich nur so ein ganz kleiner Schauer ist. Und ich finde, Flo macht das eigentlich schon ganz gut, oder? Guckt ihm einfach mal zu. Und schon kommt die Sonne wieder raus. Tröpfelt noch ein bisschen. Müsst euch übrigens die Axt mal angucken, die wir geliehen bekommen haben. Also auch schon ein paar Mal repariert worden. Schön angerostet. Und weg ist er. Bank gemacht, guck mal. Hast du eine Bank gemacht? Eine Barbie-Bank. Hey, da können wir nachher die linken Playmobilchen draufsetzen und ein Foto machen. Ja, genau, Playmobils. So. Das ist immer schon. Familie Playmobil kriegt da nachher noch einen Platz drauf.